Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Soundbooth hat, wie Premiere Pro auch, die Spracherkennung integriert. Dies ist ganz nützlich, wenn Sie Audiodateien bereits in Soundbooth analysieren möchten. Soundbooth hat genau wie Premiere Pro auch die Spracherkennung integriert, was natürlich ganz nett ist, wenn ich Audioclips analysieren möchte und die nicht erst in Premiere öffnen muss. Dann habe ich sozusagen, wenn ich das in Soundbooth mache, die Spracherkennung, die Daten schon in Premiere gleich verfügbar. Wir haben jetzt hier einen Clip, den habe ich schon in meinem Multitrack-Projekt hinzugefügt. Kann aber auch einer sein, der noch völlig frei hier einfach importiert ist. Und damit gehen wir jetzt hier mal in unser Metadaten-Bedienfeld. Das holen wir mal raus. Ich halte die Command-Taste gedrückt, um ein schwebendes Fenster damit zu erzeugen. Und wenn wir den jetzt anwählen, dann habe ich hier wieder die Möglichkeit, die ganzen verschiedenen Eigenschaften, XMP-Eigenschaften dort hinzuzufügen. In meinem Fall wollen wir jetzt hier mal das Transkribieren durchführen. Wir wählen wieder die Sprache Deutschland, nehmen hier die gute Qualität. Sprecher brauchen wir nicht identifizieren, weil es ist ja nur einer. Klicken auf OK. Und diesmal führt Soundbooth für uns jetzt sozusagen die Analyse durch, was in dem Clip gesprochen wird. Und jetzt haben wir hier sozusagen, nennen wir es mal den Versuch der Analyse. Was halt ganz nett ist, wenn wir jetzt hier Wörter markieren, werden die von in bis out hier gleich markiert. Und ja, ich kann also dementsprechend Wörter löschen oder Wörter schnell, laut oder leise machen. Im Metadatenbedienfeld selber haben wir hier noch die Eigenschaft, dass wir sehen können, was sind die Multitrack-Eigenschaften. Also hier kann ich jetzt festlegen, wie zum Beispiel die Metadaten des Multitrack-Projektes sind und hier unten die Metadaten des einzelnen ausgewählten Clips. Also beides ist hier dementsprechend verfügbar. Auch hier können wir natürlich einzelne Worte noch verändern, uns einen Überblick verschaffen. Und da sagen wir hier über die Neuerung des Programms zu bieten. Na, lassen wir es einfach mal so, wie es ist, unkommentiert stehen. Und hoffen, dass es hier noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal in der Beta-Version liegt, dass die Spracherkennung noch ein bisschen besser wird in naher Zukunft. Aber auch hier das Angenehme ist, die zusätzlichen Metadaten, die ich zum Beispiel irgendwann mal in Premiere hinzugefügt habe, die Metadatenfelder tauchen jetzt hier auch in Soundbooth und in allen anderen Applikationen auf. Das heißt, dieses Metadatenpanel geht wirklich durchgehend durch die verschiedenen Applikationen. Und wenn wir nochmal kurz in die Voreinstellung von Soundbooth schauen, am PC unter Bearbeiten Voreinstellung, hier unter Adobe Soundbooth Voreinstellung, gehen wir auf die Metadaten, dann gibt es hier ja überall die Möglichkeit, XMP-IDs zu schreiben. Das heißt, eine eindeutige Bezeichnung für jeden Clip, der das erste Mal in eine der Programme importiert werden, und das hilft mir natürlich, den Clip später zu identifizieren, über Datenbankensysteme beispielsweise. Und dann gibt es hier noch Mediadaten, das heißt hier kann man die Mediencache-Datenbank synchronisieren zwischen den verschiedenen Applikationen, dass nur eine Applikation beim ersten Mal sowas wie Peak oder Cache-Dateien schreiben muss. Auch das hilft nachher noch ein bisschen Zeit zu sparen.